Hallo ihr Lieben, guckt euch diese Pizza an. Es ist keine normale Pizza, das ist mit Hollandaise-Soße statt Tomatensauce. Und wie komme ich überhaupt darauf, das mal zu probieren? Ich hatte einen Kumpel, der in Quarantäne saß und mich darum gebeten hat, für ihn einkaufen zu gehen. Er hat Pizzateig, Mais, Schinkenwurst, Hollandaise-Soße und Käse bestellt. Ich habe mir Hollandaise-Soße. Hä? Und dann hat er mir erzählt, er hat Pizza draus gemacht. Und ja, soll wohl gut schmecken. Also habe ich es einfach mal nachprobiert. Seht selbst. Viel Spaß beim Video. Jetzt habe ich Backpapier genommen, aufs Blech gepackt. Auch wenn in diesem Pizzateig-Ding auch schon Backpapier drin ist, aber doppelt hält besser. Dann habe ich es ausgerollt. Gerade so, besonders weil es hier noch schön verklebt war und das alles am Papier klebte. Und mache jetzt die Hollandaise-Soße drauf. Ich weiß nicht, wie man die drauf macht. Es ist auch so eine kleine, reicht auch, denke ich, für diesen Teig. Wir lassen uns mal überraschen, ob das so klappt, wie es sein soll. Also statt jetzt einer Tomatensauce, oh, die Sonne kommt raus, kippen wir das einfach drauf. Das werde ich dann auch noch verschmieren, keine Sorge. Aber ein bisschen habe ich schon Angst, dass ich was falsch mache. Egal. Jetzt könnte man es natürlich belegen, wie man möchte. Mir wurde geraten, Schinkenwurst zu nehmen. Habe ich auch schon klein geschnitten. Ich habe 3 Scheiben genommen. Denke, das reicht. So, 3 Scheiben waren vielleicht ein bisschen zu viel, aber ja, dafür gut verteilt. Jetzt kommt Mais. Also bitte, Italiener, ne? Es ist eine Eigenkreation. Ihr habt auch nicht von vornherein alles perfekt gemacht, sondern habt auch alles erfinden müssen. Und ja, so ist das. Das verteilen wir jetzt noch gut. So, und was darf bei einer Pizza niemals fehlen? Käse, genau. Und das streue ich hier alles noch rüber. Und mache parallel den Ofen schon mal an. Der sollte ja, also ich heize nicht gerne ewig vor. Sonst verbrennt mir alles innen drin und das Essen ist noch nicht fertig. So, guckt euch das an. Ich habe die ganze Packung Käse verbraucht. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich hoffe, es wird auch noch schmecken. Ich hoffe es. Ich wusste jetzt nicht genau, für wie lange das in den Ofen soll. Ich habe das für ca. 30 Minuten reingepackt, weil ich mir bei dieser Hollandaise-Soße so unsicher war. Aber ich mache mal hier noch ein anderes Lichtlein an. Nee, ist nicht besser. Also, der Teig ist natürlich schon schön durch, schön fertig, schön knusprig. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mir... Okay, ist nicht heiß. Ja, dann geht's zum Probieren. An die, die jetzt sagen, hey, Pizza mit Hollandaise-Soße gibt es doch schon. Aber vielleicht nicht in dieser Variante. Und ich kenne das nicht. Vielleicht kennt es der eine oder andere auch nicht. Oder hat es auch noch nie probiert. Hat vielleicht ein bisschen Respekt davor. Und würde gerne mal wissen, wie ich mit ehrlicher Meinung das bewerte. Also, auf geht's. Wie ein bestimmter TikToker jetzt sagen würde, zu wild. Schmeckt echt gut. Und die Hollandaise-Soße, ich habe noch nie Hollandaise-Soße auch so gegessen, schmeckt echt gut. Ist sogar noch ein bisschen flüssig. Auch wenn schon alles längst fertig ist, aber so soll es wohl sein. Und ich werde mir öfter sowas mal machen, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Tomatensauce. Lecker.